Ladies and Gentlemen, ich bin Psycho und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns in This is a Ghost und wir befinden uns im alten Spuk. So heißt die Map. Wir müssen den Vertrag abschließen, ohne Weihrauch zu benutzen. Okay. Und das Wesen mit dem brennenden Blitz, wenn es unsichtbar ist. Und einen Blutfleck finden. Alles klar. Diese Map hier ist für 2 bis 3 Spieler. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Das Farmhaus haben wir abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen, wie ich finde. Und ja, man muss dazu sagen, es war mir ein bisschen zu dunkel. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier ein anderes Haus zu wählen. So, erstmal ein bisschen Licht machen. Dann sieht das Ganze doch schon viel heimeliger aus. Und ihr habt mir als Kommentar in die Kommentare geschrieben, Genius. Diese Magneten, als sie damals runtergefallen sind, haben sie Bathroom. Also waren es die Buchstaben von Bathroom, scheinbar. Und dass das hier vielleicht ein Hinweis auf den Lieblingsraum sein könnte. Je nachdem, welche Buchstaben runterfallen oder welche eben noch oben bleiben. Und Jerry Jackson. Nee, Terry Jackson. Oh, finde ich coolio. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee. Ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal mein Nachtsichtgerät. Einfach, weil ich es kann. So, mal kurz hier. Nee. Oh. Danke. Okay, hier haben wir ein Orb. Das ist sehr gut. Der Orb ist ganz gerne im Raum des Geistes. Aber nicht unbedingt immer. Hast du gerade irgendwo Licht angemacht? Bin ich verwirrt. Aber gut. Alter, ich habe aus den 1 gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Wo hast du jetzt irgendwas hingeschrieben oder gemalt? Bin ich verwirrt. Hier drin vielleicht? Das war doch auf jeden Fall so ein Geräusch, wie wenn er irgendwas schreiben würde. Könnte sein, dass er oben irgendwas hingeschrieben hat. Schauen wir nach oben. Aber zumindest habe ich schon mal einen Ort. Oh. Okay. Hey! Molly. Wer auch immer Molly ist. Das ist Molly. Also Mollys Zimmer. Molly. Ja, okay, wie viele Namen noch? Als ob das Kind jetzt nicht weiß, wie es heißt. Hey, aber geiles Haus, muss ich sagen. Richtig geiles Haus. Finde ich cool. Ja, Dachboden gibt's auch noch. Wie crank soll das Haus sein? Antwort ihr. Ja, wie crank soll das Haus sein? Die Kisten aus Fasmo. Mhm. Okay, das Haus, das... Ich krieg eine Gänsehaut hier oben. Ich krieg eine leichte Gänsehaut hier. Okay. Okay. Foto, Foto, Foto. Nein, P. Foto. Tod. Sehr schön. Hier haben wir nochmal Terry Jackson. Okay. Mein Problem war, ich habe Punkt 1 das Gerät unten noch nicht angemacht. Punkt 2 bin ich jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Okay, Terry Jackson, langsam verstehe ich, wie du heißt, ne? Also, entspann dich. Hier ist alles fresh. Ich will jetzt noch mal schauen, wo der Orb ist. Ah, ne. Ich dachte, sie wären verfluchte Subjekte. Ah, ist es sogar. Verfluchter Gegenstand. Bam, Junge! Wir werden immer besser und jetzt sterbe ich gleich. Einfach, weil ich jetzt hier... Ich finde den Lichtschalter gerade nicht, um ihn auszumachen. So, apropos. Tür mal kurz anschauen. Ich finde es gerade schwer zu sagen, wo sein Geistraum ist. Er ist sehr aktiv. Und zwar überall hier oben. Aber sein Orb ist unten. Oh Mann, vielleicht ist der Orb jetzt schon nach oben geflogen. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ne, der Orb ist noch hier unten. Da würde ich sagen, erstmal kurz brainstormen. Hier unten flackernde Lichter. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Und zwar für das Verhalten später. Da haben wir auch Terry Jackson. Und dieses Tür, wollte ich gerade sagen. Diese Tür habe ich nicht aufgemacht. Und nein, oder? Es geht in den Keller runter. Wer hat sich das ausgedacht? Ja! Wie tief noch? Ja, oha.
So, Todeszeitpunkt, komm schon, hast du Lust? Nee, hast du nicht. Hier ist dieses Buch, mit dem es interagieren kann. Hier ist ein Videobrett mit den Anweisungen. Oh. Oh. Wo bist du? Wo kommst du? Vergiftung. Er wurde vergiftet. Okay, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich weiß nicht, ob der Geist jetzt oben kommt oder von da. Von oben. Komm mal. Komm her. Alter, das war ein Schreckschuss. Oh mein Gott. Kommst du nochmal? Aua! Wieso kommst du in mir? Das ist voll unhöflich. Jetzt kann ich auch laufen. Jetzt ist ja auch schon egal. Komm hier nicht raus! Irgend so ein verrückter Doktor oder was? Oh, 60% schon. Alter, jetzt nerv mich nicht. Geh mir nicht auf die Nüsse! So. Also, wir haben ein Ohr. Check. Wir haben keine Zeichnung oder sowas. Wir haben keine Fußabdrücke. Gut, das können wir jetzt noch nicht einschätzen. Stimmen hatte ich auch nicht. Hier unten gab es doch irgendwas mit viele flackernde Lichter. Wir hatten ein flackerndes Licht, deswegen sage ich jetzt aber einfach mal zurückhalten. Kollege, wie soll ich jetzt hier noch irgendwie was machen? Geh mir jetzt nicht auf die Nüsslein. Okay. 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 Kann ich jetzt nicht eigentlich hier? Ach nee, räuchern sollte ja auch gehen. Und räuchern war I. Aber wie räuchere ich? Ah! Smoke weed every day. Okay, das muss ich wahrscheinlich drin machen. Drinnen einfach, wenn er in der Nähe ist, dann die Räucherstäbchen und dann. Wir gehen langsam die Kugeln aus. Was soll jetzt das? Was soll jetzt der Schmarrn? Aua! Hä? Wieso hast du gerade für mich. Was? Wieso? Was? Der hat einfach geschossen! Hier! Kollege! Auch was! Aua! Hör auf mich zu beißen! Rauch lieber was! Okay, die Sanity geht runter. Geh weg. Die Sanity geht runter, also die globale Aktivität. Durch die Räucherstäbchen, das ist sehr gut. Oh, jetzt hat er sie komplett geraucht. Nochmal. So, hier. Alter. Ich will doch einfach hier jetzt nur mal zur Rand kommen. Nein, das will ich nicht, sorry. Okay, einmal hier. Bup. Und... Nein, hallo, will ich nicht sagen. Dich brauche ich. Oh. Okay. Weil ja ganz gerne auch hier hinten war, deswegen kurz mal hier. Okay. Ja, 35% Aktivitätsrate, das ist sehr gut. Ich weiß gerade nicht, wo sein Lieblingsraum ist. Ich hätte jetzt oben gesagt, aber... Vielleicht haben wir Glück und haben hier unten auch irgendwas. Bis jetzt sehe ich hier noch nichts und ich weiß nicht, wie hier die Dots aussehen. Kann ich dich wieder mitnehmen? Eigentlich ja, oder? Hallo? Ja, ja, ja. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Ah, nein. Mitnehmen. Ups, ich sollte nicht laufen. Er war ja oben irgendwie aktiver, ne? Er war auch das verfluchte Objekt. Aber ja, gut, wirklich aktiv war er jetzt nicht. Er hat hier über seinen Namen hingekritzelt. Das war's auch schon. Das Bild fand ich jetzt sehr interessant. Kollege! Lieblingsraum. Ach ja, Vergiftung. Darf ich nicht vergessen einzutragen. Mission Todesursache Vergiftung. Wunderbärchen. Wo ist jetzt den Lieblingsraum? Das ist eine große Preisfrage. Aktiv ist er hier unten, aber
Kein Plan. Wir machen das jetzt einfach mal hier hin. Einfach weil ich es kann. Und langsam keine Lust mehr habe. So, und dieses Geräusch, wenn ich das aktiviere, im Wahnsinn. Also, Orb haben wir, check. Stimmen höre ich keine. EMF5. Würde ich jetzt nicht sagen. Finde den Blutfleck. Ich habe noch keinen Blutfleck gefunden. Das ist ungewöhnlich. Oder ich habe ihn noch nicht fotografiert. Das könnte auch sein. Ich sehe aber keine Fußspuren. Ich habe eigentlich noch nie Fußspuren hier gesehen. Vielleicht habe ich die Geister noch nicht für Fußspuren. Wahrscheinlich hätte ich Spirit oder Geist. Also Dämon kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr haben. Was wäre das dann? Fingerabdrücke. Oder für... Achso, verwirrten Gegenstand habe ich auch. Aua! Was war jetzt das? Was hat der Schmann jetzt? Hey, Kollege, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Auf den Sack vor allem. Welchen Gegenstand haben wir? Was haben wir? Stimmen. War es das, was er gemeint hat vorhin? Oder was er, dass er mit uns geredet hat? Irgendwas in der Richtung? Dieses Geräusch, was ich da gehört habe? Waren das die Stimmen? Dann würde ich sagen, dass wir einen Spirit haben. Fingerabdrücke haben wir aber nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, denn langsam müssen wir mal hier vorankommen. Bevorzugter Raum habe ich gerade keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich... keine Ahnung. Eingang zur Terrasse würde ich nicht sagen. Nee. Untergeschoss, Obergeschoss... Nur Kinderschlafzimmer, Hauptschlafzimmer. Hä, hey, das Wohnzimmer würde ich gerne auswählen. Bin ich jetzt ganz doof und find's nicht? Mein Wohnzimmer. Hätte runterscrollen sollen. Ja, komm nochmal. Da hinten ist der Blutfleck. Komm her, Geist. Lass mich schnell zu meinem Blutfleck. Hinter dem Blutfleck. Aber. Blutfleck, check. Wie gesagt, zurückhalten habe ich jetzt nur genommen, weil er einmal mit dem Licht geflackert hat. Das sind definitiv Stimmen und ich komme da nicht hin. Hä? Bin ich festgehalten? What? Mein Problem ist, mir gehen langsam die Munition aus. Also ich habe mich, glaube ich, richtig entschieden für die Stimmen. Wo bist du? Wer bist du? Wir müssen jetzt mal hier schauen, dass wir unsere Kugel fertig machen. Also jetzt langsam wird es ein bisschen zerlegen. Wenn wir einen Spirit haben. Was brauchen wir? Spirit, 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 Spirit. Ja, wir haben noch viele Geister, die wir noch freischalten müssen, die wir noch gar nicht haben. Spirit. Ein Spirit. Ein kleiner Seilbein. Warum auch immer hier jetzt ein Geist ausgewählt worden ist. Nein, das wollte ich nicht. Zerkleinerter Seilbein. Hier. Seilbein, Seilbein, Seilbein. Zerkleinerter Seilbein. Schau mal. Kollege, geh mir nicht auf den Sack. Aua. Hör auf mit dem Schwan. So. Jetzt komm her. Jetzt darfst du. Jetzt. Oh, das war jetzt eigentlich nur so. Ah, ich habe keine Muni mehr. Geh bitte über das Pentagramm. Danke. Na gut, Weihrauch haben wir jetzt benutzt, aber inzwischen weiß ich inzwischen, wie man Weihrauch benutzt. Das ist gut. Und ich bin leider zu oft gelaufen. Das war ein kleines Problem. So, jetzt komm her, kleiner Mann. Hä? Ich hab nicht geschossen. Oh nein, haben wir vielleicht einen Dämon? Jetzt bin ich... Haben wir einen Dämon? Dämon. Ich erneut Stärke, merkt die Fähigkeit für den Dämon. Er wird mit Mitteln versuchen, deine Seele zu ergreifen. Ich warte den richtigen Moment, um dich zu jagen, deine Seele zu stehen. Denn hier. Das bin nicht ich. Kann es sein, dass wir vielleicht einen Dämon haben, der Besitz von mir ergreift und deswegen hier so... Oh ja, du kranker Doktor. Daddy, Daddy, jetzt komm her. Hier, aufs Nächste. Oh yeah. Mach dir schon mal das nächste ran.
Ich glaube irgendwie, dass wir sowas wie einen Dämon haben, weil wie gesagt, ab und zu ist es so, als ob er Besitz von mir ergreift. Deswegen irgendwie habe ich so ein Gefühl, als ob wir einen Dämon haben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wo bist du, Kollege? Komm her. Aber das mit diesem Besitz ergreifen, das ist richtig cool gemacht. Aber dann könnte vielleicht auch hier das... Hallo? Ja, wo haben wir denn? Das hier. Dass er vielleicht rachsüchtig ist? Oh. Muss ich ihn eigentlich auf dem Ding erschießen? Aber hör auf mich zu bodychecken, ich habe gleich keine Leben mehr. Muss ich ihn auf dem Ding erschießen? Einfach nur so erschießen. Ja, wie du außen rumläufst. Komm mir die so, Kollege. Ich glaube, es funktioniert nicht, weil wir einen falschen Geist haben, kann das sein? Aber das mit diesem Mitziehen und sowas, das hatte ich noch nicht hier drin. Da bin ich jetzt echt gespannt, was, wer, wieso, was halt, warum. Oh yeah. Das hat gut getan. Habe ich kein Spray mehr? Ich habe kein Spray mehr. Hm, das ist jetzt doof. Ja gut, dann haben wir keine andere Wahl, als uns gehen zu lassen, oder? Oder nicht? Gut, ich werde ihn jetzt noch einmal abschießen und dann büßen wir ab. Weil ich denke, dass wir vielleicht falsch entschieden haben, dass wir einen Dämon haben. Der vielleicht sogar rachsüchtig ist. Der mein Ziel Rache ist, dass wir innerhalb essen können. Nee, das finde ich nicht. Aber Dämon finde ich plausibel irgendwie. Dieses Verhalten der Sirene, keine Ahnung. Wesen warten auf den richtigen Moment, mich zu jagen, deine Seele zu stehlen. Nicht immer Indikator für seine aktuelle Stärke. Besessenheit ist eine mächtige Fähigkeit für den Dämon. Ja, das glaube ich. Hab ich gerade angerüst? Das glaube ich jetzt. So, das können wir wieder anmachen. Ja, diese Besessenheit ist auf jeden Fall eine Fähigkeit vom Dämon. Kann ich jetzt hier wieder wechseln? Und zwar auf den Dämon. Geht das? Würde ich schon sagen. Orb, aber wir haben Stimmen gehört. Würde ich passen. Was brauchen wir? Welches Kraut brauchen wir? Johanneskraut. Dann Johanneskraut. Hier. Ja, diese Besessenheit. Okay. Wir haben leider keine Spraydose mehr. Das sind wir nicht doof. So, Kollege. Jetzt komm her. Wo bist du, Terry Jackson? Da belege ich gerade. Schwächt die Kraft der Entität. Vielleicht sollte ich das hier beim nächsten Mal machen. Ja, so eine gewisse Aktivitätsrate ist ja eigentlich schon ganz gut. Ach komm, mach mal das Ganze mal mit Weihwasser. Ja, damit wir jetzt die Aktivitätsrate hochbekommen, damit wir ihn oft genug abschießen können. Jetzt habe ich eins verloren sogar. Nee. So. Ich laufe im Sauseschritt. Komm schon. Komm her, Kollege. Ich hoffe, ich habe mich jetzt am Ende richtig entschieden. Was wären denn meine Beweise? EMF5? Schwer zu sagen. LSS. Okay, kommst du? You're welcome. Doch noch richtig entschieden. Schau mal. Ja, 0%. Ja, doch noch richtig entschieden. Crazy. Wie komme ich hier jetzt nochmal weg? Hallo? Ach, Rechtsklick. Ja, ja, da war ich auf dem Holzweg mit Spirit. Aber das mit diesem Besitzergreifen, das konnte ich vorher nicht. Hätte ich das vorher schon gewusst, ne? Wäre perfekt. Wohnzimmer war sogar sein Lieblingsraum. 4 Bilder, 1 Stern. Hä, warum? Ohne Weihrauch zu benutzen, gut, mussten wir jetzt verwenden. Er ist vengeful gewesen, aber sonst, danke, die Runde, 75%. Finde ich eigentlich sympathisch, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Top, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.